sind an den Anfängen von der Kirche gaufet immer an Wissner, die an den christlichen Glauben angefeuert gaufen. Sie gaufen an der Osternacht von ihrem Bischof gedeeft, guten Kommunion gespannt und gaufen dann noch gefirmt. Das nennt ihn christliche Initiation. Für bis dahin zu kommen, haben die Leute sich vorbereitet an einer Zeit, die ihr nennt Katechumen nennt. Das ist die Zeit, wo ihn an den Glauben angefeuert wird, wo ihr lehrt, was es heißt, Christ zu sein. Das Menschen nennt ihn Katechumen. Auch heute zu Lützburg gibt es eine Diözesaninstanz, die seit ein paar Jahren den Katechumenat nicht neu abgewehrt wird und auch ein paar die Erwachsenen auf Sakrament dahin begleitet. Oui, bonjour, je m'appelle Emmanuel. J'ai demandé à être baptisé et à suivre la confirmation parce que cela répond à un acte de foi. Des événements dans ma vie entremêlés m'ont amené à comprendre le message de Dieu et ce que Dieu attend de nous sur terre. J'ai beaucoup de chance car j'ai été accompagné, car je suis accompagné par une marraine qui est très croyante et avec qui je peux, en dehors de notre groupe au sein de l'Église, parler de la parole de Jésus. Vivre la parole de Jésus, vivre les préceptes de Jésus, ce n'est pas évident dans cette société aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup de chance car je suis accompagné par des personnes qui peuvent m'aider à m'élever dans cette foi. Selva hat chance, ein ganz paar die Leute am Katechumenat auf diesem Weg zu begleiten. Das ist eine interessante Aufgabe. Das ist eine Aufgabe, wo man sich muss abmachen muss für Menschen, die ähnlich sind, die ganz oft ganz weit, von weit weg kommen, die eine andere Lebensgeschichte tun, einen anderen Lebensparcours, die vielleicht eine ganz andere kulturelle Verwurzelung wie mir. Hier Frohen abholen, sie begleiten, ihnen noch Frieden in Jesus Christus, in der christlichen Gemeinschaft, im Glauben, mitteilen, das ist ein spannend, ein flott Aufgabe. An unserer Diözese dauert der Katechumenatsparcours ein ganzes Jahr. Es fängt am Oktober an und wir gehen dann mit den Leuten weg bis zur Osternacht, wo sie gedeift, Kommunion empfangen und gefirmt gehen. In 10 Seancen bereden sie sich thematisch auf ihre Initiation vor. An denen Themen als Person von Jesus Christus, Gott der Papst, den Heiligen Geist, die Kirche und das flott, sie auf diesem Weg zu begleiten, ihr Frohen zu hören und sie darüber raus auch an die katholische Kirche heute zu Lützburg mit ihren Traditionen anzufeiern. Bonjour, je m'appelle Mathieu. J'ai décidé de recevoir la confirmation cette année dans l'optique de me marier. Et dans cette optique également d'approfondir ma compréhension du message de Jésus et de savoir sur quelle base mener une vie familiale dans le respect des préceptes du Christ. Au sujet de mon parcours, donc je viens d'une famille pas nécessairement croyante. Mon côté maternel plutôt chrétien catholique et mon côté paternel plutôt protestant athée et voilà, je suis plutôt dans le courant maternel qui me rattache à l'Église catholique. Et das auch als im Erzbischof Jean-Claude Hollerich et größte Ulay ist, dass der Katechumenat an unser Erzdiözese nach mehr Fuß fasst und dadurch an unsere Kommunitäten geistlich, Laien, responsabel sich abmachen, die Katechumenen zu begleiten, an ihnen Frieden und christliche Glauben zu vermitteln.